to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur 5. Folge vom BattlePod, dem Podcast über Battletech. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, wie eigentlich jede ganz besonders ist. Nicht nur, dass der Olli wieder da ist. Hallo Olli. Servus. Sondern wir haben auch einen Gast da, mein Skipper und unser aller Hoshi. Willkommen. Danke, danke. Hallo. So. Hallo Hoshi. Heute machen wir einen Überblick über die Battletech-Lore. Olli hat sich da richtig viel Mühe gegeben und hat per Hand ab 94 in Englisch aufgeschrieben, was alles passiert ist. Ja, ich habe eher Copy and Paste gemacht. Ich war da ganz böse und habe mich an sana.net, eine der besten Quellen für Battletecher im Netz, bedient. Oh mein Gott. Plagiiert habe ich sozusagen, aber ich will keinen Doktor damit machen, keine Sorge. Okay. Naja, wer weiß, also in Battletech-Geschichte, weiß ich nicht, ob es da schon welche gibt. Die neue Western Alliance Doktorandenakademie. Nee, wenn dann Dr. Banzai, ne, hier, das wäre schon was. Ah, okay. Aber bevor wir anfangen, noch ganz kurz, was mir jetzt gerade so einfällt, wo wir natürlich nicht darüber gesprochen haben. Gibt es irgendwelche Infos? Ich habe gelesen, Battletech, das neue Spiel von HBS, bekommt ein DLC mit neuen Flaschenpunkten. Max. Flaschenpunkten? Ah ja, genau. Flashpoints. Flashpoints, genau. Und ja, mal schauen. Ich bin im Moment nicht so vom Hocker davon. Ich hätte lieber gerne eine neue Kampagne. Es ist nur gewissermaßen eine neue Kampagne. Also ich bin ziemlich begeistert, weil ich habe sowas schon im Ansatz im Mod erlebt und das macht total Laune. Also das heißt, du hast mehrgliedrige Kampagnenmissionen, die aufeinander aufbauen. Und was ich halt besonders cool finde, ist die Tatsache, dass du teilweise mit angeschlagenen Mechs in das nächste Gefecht gehen musst. Also nicht mit in jeder Partie ist das so, so wie ich es herausgelesen habe, sondern nur im bestimmten. Hat den Hintergrund, dass manchmal einfach keine Zeit ist, um dann die Piloten mal ausruhen zu lassen oder zu versorgen und den Mechs dann halt zu reparieren. Und das finde ich anspruchsvoll, weil dann spielst du ganz anders als All-Out und All-In. Aber genau. Es ist doch die gleiche Kampagne. Nee, die Kampagne ist eine andere Kampagne. Ah, okay. Oder eigentlich eine Fortsetzung, aber in einem anderen Gebiet quasi ein bisschen. Und soweit ich auch das jetzt bisschen zusammengelesen habe von den Developer Notes, soll es auch nicht mehr so ganz so linear sein. Nee, genau, dynamisch. Und das habe ich ja schon per Mods gespielt und das macht total Laune, weil die in dieser bisherigen Kampagne, in der Standardkampagne, wurde es ja total gepusht mit diesen Story-Missionen, wurdest du ja gepampert ohne Ende. Und jedes Mal hattest du so viele Millionen oder so viel Kohle auf der hohen Kante, dass im Prinzip neue Mechs, neue Module und so gar kein Problem waren. Wenn du jetzt mal mit den Mods die Kampagne spielst und dann ohne Story-Mission, dann siehst du mal, wie hart das Söldnerleben wirklich ist und wie du dir sehr genau überlegst, welche Mission du als nächstes annimmst wegen der Entfernung, der Zeit, weil wenn du 40 Tage zum Beispiel unterwegs bist, zahlst du einmal unterwegs alle 30 Tage deine Kohle, deine Unterhaltskosten für Nüsse. Für Reisekosten sozusagen, außer Spesen nichts gewesen, ne? Und wenn du dann noch die Mission verkackst, ne, dann ist es richtig böse. Und daher schaut man sehr genau, welche Missionen geben Geld, wie viel Salvage, also Beute, kann ich mir wirklich erlauben und nehme ich jetzt mal vielleicht gar kein Salvage und nehme das volle Geld einfach, um Finanzlöcher zu stopfen. Und das ist eigentlich so das Battletech-Söldnerleben, wie ich es halt aus den frühen Büchern kenne und wie ich es auch erleben wollte. Und das kam in der Urkampagne nicht ganz so rüber, muss ich zugeben. Naja, dann hört sich das ja schon mal gut an. Wann soll es rauskommen? November. Preis ist aber noch nicht klar. Wir wissen nur, drei neue Mechs sind auf jeden Fall dabei und eine neue Umgebung, also so tropisch. Und dann haben wir als Mechs dabei einmal den Cyclops, den wir auch von MWO gut kennen. Dann haben wir die Crab. Cyclops 90 Tonnen Assault, dann die Crab 50 Tonnen Medium Mech, bin ich jetzt kein so ein Fan von dem Ding, nicht weil es nichts kann, aber ich finde das Design einfach hässlich. Und einer meiner Favoriten seit den frühesten Tagen, 45 Tonnen Hatchet Man.
Ja, der Hatchetman ist immer witzig mit der Axt. Ja, eben, genau, weil das gab's so bisher noch nicht. Das heißt, eine richtige Nahkampfwaffe. Man kann zwar treten und schlagen und tralala, aber wenn du jetzt einen Hatchetman hast, dann kannst du auch gezielt ansagen, ich möchte mit der Axt attackieren und nicht einfach nur einen Nahkampf fahren. Das finde ich schon geil, muss ich sagen. Naja, gut, mit dem Hatchetman muss ich ja immer die Axt nehmen. Also normal Ja, treten nein, aber lohnt ja nicht. diese Funktion muss jetzt hin. Zuvor konnte ich nicht sagen, ich möchte schlagen oder treten, sondern hast nur gesagt, Nahkampf. Und dann hat der Mech das gemacht, was der Zufallsgenerator gerade gut fand. Und jetzt wird es wahrscheinlich geben, attackiere mit der Axt. Das ist schon was anderes. Ja. Na, dann sind wir vorfreudig gespannt. So ist es. Ja, und noch eine zweite traurige, also eigentlich zwei traurige Nachrichten gibt es ja eigentlich. Ne? MW5 verschiebt sich oder hat sich ja schon unlängst auf 2019 verschoben. Ich glaube, Datum ist noch nicht bekannt oder Zeitraum. Naja, besser so als irgendwie Crap, von daher okay. Und das zweite ist die Battletech Tabletop Intro, also Einsteigerboxen, die haben sich jetzt auch nochmal verschoben. Sollten ja jetzt eigentlich auch schon längst draußen sein, liegt aber wohl am Zulieferer aus China mit den Figuren, der nicht aus den Pötten kommt oder wie auch immer. Und deswegen wird es da auch noch mal eine ganze Weile dauern. Schade, schade. Ja, das stimmt. Dann schauen wir mal. Haben Sie dann schon irgendwen gesagt, einen neuen Termin oder noch gar nichts? Oder erstmal nur. Nee, nee, nur verschoben erstmal und ja, und die Begründung genannt. Und ja, die Reaktionen aus der Community waren so durchwachsen. Es gab welche, die haben gesagt, hey, danke für die Info, ist gut, dass ihr uns da im Loop haltet, auch wenn es schade ist. Andere waren so, ah, unglaublich, die wie inkompetent und unprofessionell kann man sein und überhaupt. Und andauernd ist das so bei Catalyst und haben halt Hate und Shitstorm halt losgelassen. Und andere haben gesagt, mir scheißegal, ich habe sowieso schon genug Figuren. Oh. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an Ja. mit der Early History. Wann haben Sie denn angefangen, die Lore zu schreiben eigentlich? Welches Jahr? Exakt auf den Tag kann ich es nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass sie halt in den 80ern, spätestens in den späten 80ern angefangen haben, das ernsthaft zu skizzieren. Und dann bis Anfang der 90er, nein. Und tatsächlich ist 1994, so wie ich sehen konnte, der Startpunkt der Battletech Lore. Was ist denn Genau, so 94 94 bis? war so der Startpunkt, wo man gesagt hat, ab da zweigt es im Prinzip ab. Richtig. Okay, was ist denn 94 passiert? Ich habe meine Ausbildung zum Speditionskaufmann abgeschlossen. Jetzt Ich habe ist. mit Auszeichnung maturiert. Nee, Quatsch, Unsinn, war ja 95, da war ich ja im zweiten Lehrjahr, so ein Scheiß. Oh, dann hat nur. Okay, dann, also alles beginnt mit Hoshis na, denkst da halt, deine Ausbildung. Immer Dingsbums. Immer Dingsbums, genau. Nein, also im Lore ist es halt einfach so, man muss sich mal die Zeit wieder vor Augen führen. Das war ja erst wenige Jahre nach dem Mauerfall. Der eiserne Vorhang hatte sich gehoben. Die Situation in Russland bzw. der vorherigen Sowjetunion war noch sehr instabil. Ich glaube, Boris Jelzin war damals der El Presidente, ein ziemlicher Säufer, aber auch eher westlich zugeneigt. In der Sowjetunion waren damals herrschten echt erbarmungswürdige Zustände teilweise, weil Versorgung im Winter ausgefallen war, so dass die Gebäude nicht mehr geheizt werden konnten. Es gab damals wirklich Care-Pakete, also die westlichen Nationen haben Russland finanziell und auch unterstützt mit Nahrungsmitteln und Energie, wenn ich mich recht erinnere. Und das war halt ein Staat, der gerade echt abhängig war von seinem ehemaligen ärgsten Feind und ein Staat, der gleichzeitig noch auf ziemlich vielen Atomwaffen und konventionellen Waffen sitzt. Also es war schon eine spannende Zeit, auf jeden Fall. Auch wenn es viele von uns in dem Alter nicht ganz so gespannt haben. Und genau da setzen sie halt an, dass eigentlich die USA zusammen mit Europa und Japan, also klassische Verbündete aus der NATO-Zeit, den Bau einer orbitalen Industrieanlage bauen namens Crippen Station. Und die sollte dazu dienen, Raumschiffe zu bauen. Start oder Fertigstellung war 2005 im Battle Door. Die hat es Ja. natürlich so jetzt in der Realität gegeben. Dafür haben wir die International Space Station. Ja, vorher Gibt hatten wir noch doch die. ein, Entschuldigung. gibt eine lustige Parallele auch bei der Crippen Station, weil die auch im Prinzip in so Bot-Bauweise geplant war, ja, wie es eigentlich die ISS ist, ja.
um eben quasi das von einer einfachen Station in einen richtigen Industriekomplex im All quasi auszubauen, um eben diese Schiffe zu bauen. Hm. Aber war damals nicht noch die, war das schon die Mir? 94? Die flog noch, ja. Die war in den 80ern gebaut, aber die sollte ja gar nicht so lange fliegen. Die ist ja viel länger geflogen, als sie gedacht. Ja, ich wollte nur sagen, zu dem Zeitpunkt war es nicht die ISS, die da oben war. Genau. Nee, genau. Die ISS wurde erst geplant und nach gebaut. Ich weiß, ich glaube, Anfang der Nullerjahre ist sie, glaube ich. Ich müsste jetzt nachschauen, aber war auf jeden Fall 2005, könnte sogar ein paar Jahre früher gewesen sein. Warte, ich. Wikipedia ist dein Freund. Ja. 20. November 1998. Oh, okay, alles klar, sogar ein paar Jahre früher. Aber wurde ja danach noch weitergebaut. Sie war ja nicht komplett, so wie heute, sondern da waren so die ersten Basismodule und grundsätzlich funktionsfähig. Ne? Mhm. Also die Parallele dazu ist schon da, da werden sich sicherlich auch dran orientiert haben, als sie die Lore hatten, weil solche Raumstationsprojekte gab es natürlich auch schon um 1990 herum, zumindest in Gedankenspielen. Naja, danach folgt eigentlich hier so eine etwas veränderte Realität, weil es gibt dann einen Sowjet-Style-Regierung, die putscht und in Russland einen zweiten Kalten Krieg mit der NATO auslöst. Das hat es um 97 so noch nicht gegeben. Aber wie wir heute wissen, ich sage nur Ukraine und Krim, wir haben schon so eine Art zweiter Kalter Krieg Light durch Putin, der zwar keine Sowjetrepublik ausgerufen hat, aber schon wie ein Zar oder wie so ein alter Generalsekretär der Sowjetrepubliken ein bisschen herrscht. Ne? Und das schon seit sehr vielen Jahren und ist schon eigentlich, obwohl er gar nicht, also mit auch einer Amtszeitpause, wo er, wie hieß der Typ nochmal? Medvedev. Genau, seine Marionette sozusagen in der Regierung hat. Ja, also die tauschen ja immer nur die Plätze zwischen Präsident und wie ist das andere? Es ist eine Rochade, was sie da halt machen, auf jeden Fall mal wieder hin und her, ne, beim Schach. Und das ist schon interessant, dass sie also auch, dass auch das schon ein bisschen wieder dem Battletech Lore zumindest in Grundzügen widerspiegelt. Das Ganze bricht dann aber irgendwann zusammen, 2011, und geht es halt auch wieder ein bisschen rund mit der NATO, Western Orbital Defense Network und daraus bildet sich dann sozusagen die Western Alliance, die den Sieg 2014, also aus heutiger Zeitrechnung vor 4 Jahren, dann davonträgt. Hoshi? Also, ja, genau, also das ist 2014, genau, ist das Endjahr quasi, da gibt es, aber 2011, glaube ich, ist dann in der Sowjetunion, werden schon diese Tikhonov Accords unterzeichnet, die quasi das Ende dieser Sowjetunion quasi der zweiten besiegeln und 2014 ist dann quasi die Western Alliance dann formiert wird und entsprechend sich quasi etabliert als das Weltparlament quasi. Mhm. Spannend wird es dann 2016, da gibt es dann das Alliance Space Command, das heißt die Menschheit macht sich ernsthaft ins Weltall auf, also innerhalb unseres Sonnensystems. Und im Dezember 2016 wird dann die erste bemannte Mars-Mission gestartet. Haben wir jetzt leider noch nicht erlebt in der Realität, aber diverse Satelliten, Drohnen und weiß der Geier was und Mars-Rover sind inzwischen hingeflogen, weil man sagt, na, Menschen durchs Weltall schicken ist nicht ganz so effizient, machen wir das lieber mit Robotern, um das zu erforschen. Und wir sehen ja jetzt auch in den letzten Jahren die ersten Erfolge. Ich glaube, so Hinweise auf Wasser und auf Leben und auf mögliches Leben. Also von daher, es bewegt sich auch da was und zwar auch in demselben Zeitraum, wie Faser, die Erfinder von Battletech, das in etwa vorausgesehen haben. Und dann kommt 2020 und das ist das Lieblingsthema von Hoshi, wie ich weiß. Ja, vor allem interessant fand ich, dass, weil viele, die es quasi so in den 80ern, 90ern so Science-Fiction in der nahen Zukunft beschrieben haben, ja, haben wir gedacht, 2020 fliegen wir schon mit irgendwelchen Super-Ionen-Antrieben oder sonstigen Zeugs. Ja. Fliegenden Autos. Genau, fliegende Autos und all so. Flugtaxis. Die Battletech-Autoren haben aber gesagt, nee, ja, zwar 2017 brechen wir zum Mars auf, aber diese AS Procyon, die da geflogen ist, war noch eine Rakete im Prinzip. Also chemischer Antrieb, nichts irgendwie. Futuristisches. Genau. Kein Millennium Falcon, so ein Ärger. Genau, so ist es. Ja. Lustig ist auch noch, 2018 schon, also eigentlich letztes Jahr, haben dann Fujita. Dieses Jahr noch, bitte, ja? Genau, dieses Jahr eigentlich. Haben Fujita und Kearney dann die
quasi ihr Paper gepublished über hyperdimensionalen Antrieb, ja, und gesagt, na, das wäre mal eine Möglichkeit, und alle haben sie im Prinzip für Spinner erklärt. Also das ist insofern ganz witzig, weil es gibt ja auch jetzt vielleicht nicht den überlichtschnellen Antrieb, aber es gibt ja schon alternative Triebwerke und seit oder zumindest Ideen und Konzepte, die sich halt so noch nicht so umsetzen lassen und die jetzt auch schon seit Jahren diskutiert werden, aber wenig im Vordergrund stehen. Also von daher, ja, ob wir denn Sprungschiffe mal haben werden, sei dahingestellt, aber auch da liegen sie gar nicht so falsch, weil wir jetzt genau die Theorien zu Technologien aufstellen, die es vielleicht dann wirklich in 50, 60, 70 oder vielleicht sogar in 20 Jahren geben. Ja, man muss ja auch sagen, vieles hängt ja auch jetzt an dem Jahr 2020 zusammen. Also dass einfach die dass Energie kein Problem mehr ist. Man sagt ja auch, dass die Probleme unserer Welt, viele davon würden durch die Energie begrenzt, wenn wir einfach unendliche Energie hätten, ohne dafür natürlich gleich unseren Planeten platt zu machen, würde vieles einfacher gehen und besser. Ja, und was war die Lösung des Problems 2020? Solltest du jetzt mal verraten. Ja, ich wollte jetzt für Hoshi den Weg bereiten. Ja, und genau, 2020, das war dann im Prinzip so der Umbruch, weil vorher eben war alles fossile Brennstoffe alles und etc. Und 2020 ist im Prinzip der erste wirkliche kommerzielle Fusionsreaktor erfunden worden. Diese ganze, sage ich jetzt einmal, Geldmacherei um Energie ist dadurch im Prinzip geschrumpft, weil Energie plötzlich günstig, super einfach herzustellen war durch Fusionsreaktoren. So haben sie, zumindest so stellen sich das die Battletech-Leute vor. Ja. Ich weiß nicht, ob ein Fusionsreaktor wirklich so billig ist. Aber das war auf jeden Fall quasi abgehakt. Und es geht dann eigentlich eher darum, andere Rohstoffe und überlebenswichtige Dinge wie Wasser und so weiter auf Planeten zu finden. Ne? Ja, ich habe mal gerade nebenbei auf Wikipedia nachgeguckt, wie denn der Stand der Dinge bei der Fusionsreaktortechnologie ist. Also nach heutigem Erkenntnisstand rechnet man bei 2050 mit einem ersten kommerziellen Reaktor, also gute 30 Jahre später und ein großtechnischer Einsatz erst im letzten Viertel des 21. Jahrhunderts. Es kann aber auch schneller gehen. Also irgendjemand stolpert über eine Möglichkeit, die man vorher so nicht auf dem Radar hat und auf einmal geht's ratzfatz. Ne? Im Moment bauen sie ja auch einen Forschungsreaktor, einer der größten Fusionsreaktoren in Deutschland, soweit ich weiß. Der ist jetzt auch kurz vorm Fertigstellen und sobald sie es schaffen, dass er braucht ja auch Energie zum Betreiben, wenn er die selber herstellen kann, plus X, ab dann passt es. Genau, also der Wendelstein in Deutschland, genau, der hat ja schon einmal für, ich glaube, waren es 0,01 Sekunden oder so, hat er schon Energie produziert. Oder? Das ist ja lang. Ja, das ist ein Anfang. Ich weiß, natürlich. Ich finde das doch auch total super. Vor allem Fusionsreaktoren sind ein ganz wichtiger Meilenstein für Battletech, weil ohne Fusionsreaktoren keine Battlemechs, außer diese komischen Dieselbetriebenen, die im Dark Age da rumlaufen, aber dazu kommen wir wesentlich später. Und auch nicht in diesem Battlepod. Hm. Aber das ist schon geil, dass sie trotzdem auch so bodenständig dabei geblieben sind, was Hoshi gerade schon erwähnt hat, dass viele der Entwicklungen, die sie kalkuliert haben, tatsächlich jetzt auch stattfinden und ungefähr auch in derselben Reihenfolge und in demselben Zusammenhang. Also da muss man schon sagen, das ist mehr als so diese typische, 2017 leben wir alle in einer fantastischen Welt oder hier ist die Apokalypse schon längst da und die Zombies rennen über den Planeten. Mhm. Ja, dann machen wir einen kleinen Sprung, einmal zu 2050, da gibt es dann nämlich auch die ersten Sonden, die man außerhalb des Sonnensystems rumschickt und die auch zurückkommen und dann Beweise über bewohnbare Welten halt mit sich bringen. Und in den nächsten 50 Jahren bis ungefähr 2100 wird die Western Alliance, indem sie sich mit anderen Staaten auf der Erde verbündet, zur sogenannten Terranischen Allianz oder Terran Alliance und haben natürlich auch wesentlich mehr Geld und Produktionsmittel zur Verfügung und pushen die Technologie voran. Das Ganze mündet dann 2107, dass man die Ideen, die Thomas Kearney und Takeyoshi Fushida 2016, hattest du gesagt, oder 2018, ne? 18. 2018, ne? Bezüglich des überlichtschnellen Fluges, also den sogenannten FTL-Spacecraft,
hatten, dann in die Realität umsetzen. Und sie machen den ersten 12 Lichtjahre-Sprung in praktisch Nullzeit in das Tau-Ceti-System. Das ist genau, ja. ein gigantischer Sprung, also small jump for jump ship, ne? A giant leap for mankind. Und genau, wobei ich sagen muss, das ist eines der Themen, was ich quasi fast ein bisschen jetzt vom Zeitraum für sehr lustig halte, weil die quasi gesagt haben, so 2102 ist so das Jahr, wo quasi im Labor nachgewiesen wird, dass dieser Kearney-Fujita-Drive möglich ist. Ja. Ja. Und nur 6 Jahre später gibt es quasi schon ein Jumpship. Ja, ja, ja. Also da glaube ich, falls wir jemals sowas bauen, ja, glaube ich, wenn zum Beispiel, was weiß ich, die NASA nachweist, irgendwas ist möglich, ja, dann glaube ich, dauert das sicher 20, 30, 50 Jahre, bis irgendwas gebaut werden kann, das so groß ist, dass es Menschen irgendwo hin transportiert. Ne? Nee, die NASA ist auch auf die USA begrenzt. Da arbeitet ja praktisch die ganze Welt. Nee, klar. Also ich finde auch sechs Jahre ein bisschen wenig. 6 Jahre ist weniger. Ja, genau. Aber, und das finde ich ganz interessant, ich habe das mal im Kurita-Hausbuch nachgelesen, dass sich halt noch viel mehr mit den Begebenheiten auf der Erde da beschäftigt. Dieser Antrieb, dieses Raumschiff und das, was die Terran Alliance macht mit der Besteuerung der verschiedenen Mitgliedstaaten, legt den Grundstein für das spätere politische Desaster, weil sie am Anfang mit der ersten Welle die schwächeren, industriell und schwächeren Staaten derart auspressen, dass in vielen Ländern auf dieser Welt gewaltsame Ausschreitungen auftreten und es Hunderttausende bis, ich glaube, sogar Millionen von zivilen Toten gibt. Und sogar auch im fünfstelligen Bereich Einsatzkräfte des Militärs dabei sterben. Und das sorgt natürlich für eine ganz ungute Melange in der eigentlichen Weltregierung. Und das ist ein Exportschlager im wahrsten Sinne des Wortes, der sich dann im nächsten Abschnitt der Ära der Kolonisierung dann sozusagen auch in den Weltraum verbreitet. Das heißt, diese Grundunzufriedenheit und der teilweise Hass auf die Terran Alliance und dieses Ungleichheit zwischen sehr reich und habe nichtsen, das ist sozusagen das ungute Fundament für kommende Kriege und ja, das Wesen von Battletech. Man könnte jetzt einen Vergleich ziehen zu Star Trek, die ja ähnlich auch, nachdem das Energieproblem gelöst wurde, wie jetzt hier in Battletech, also das ist ja die Parallele, sage ich mal, dass es dort dann sich die Leute besonnen haben, sozusagen aufs Menschliche, aufs Zusammenleben und so. Das hat hier genau ja fast das Gegenteil passiert. Danke, dass du das erwähnst. Das hatte ich, als ich das geschrieben hatte, hatte ich das doch im Kopf. Ich habe es schon wieder vergessen, weil Star Trek hat daraus eine positive Utopie gemacht und Battletech hat eigentlich gesagt, naja, die Natur der Menschen wird sich dadurch nicht ändern, sondern im Gegenteil, es wird sich sogar noch vertiefen und ne, diese Gräben werden breiter werden. Genau. Und es gibt sogar irgendwo einen total netten Artikel von einem der Haupt, der Schreiber vom Lore und so weiter. Ich habe den Namen vergessen. Aber ich habe den Artikel irgendwo. Dass nämlich der auch gesagt hat, ja, eigentlich seine Idee war immer auch, was durch diese Verdünnung, ja, also weil sich ja die Menschen quasi wieder dünner machen von der sehr stark bevölkerten Erde. Ja. Und dass es im Prinzip ja auch zwar Jumpships gibt, aber die halt noch in der Entwicklung sind und sehr wenige. Und du eigentlich auch ewig lang brauchst, um Nachrichten zwischen diesen Planeten zu schicken, ja, ist es natürlich viel leichter auch für so eine Führungsriege an Menschen die Macht zu ergreifen und sich quasi als Könige zu etablieren. Ja. Genau. Also ich finde, hier auch zu dieser Ära der Kolonisierung ist ein Paradigmenwechsel. Vorher sind wir alle zusammengefercht auf einem Planeten und das hat so natürlich so ein bisschen Erinnerung an Europa des ausgehenden Mittelalters, ne? Aber die Parallelen sind nicht so stark, wie ich finde. Vor allem, weil mal damals Menschen auch schon weggehen konnten und es gab keine gemeinsame Anstrengung, um Europa zu verlassen, sondern es gab immer schon Völkerwanderung und Fluktuation in Europa, Asien und Afrika und Nahem Osten. Aber hier bricht sich sozusagen etwas Bahn und das erinnert schon dann an die Frühzeit der Kolonisierung der Erde, also 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Als dann Amerika entdeckt wurde, also Nord- und Südamerika, als Australien dann auch besiedelt wurde und auch die afrikanischen Kolonien entstanden, dass sozusagen dieser Nukleus Europa dann halt sich ausbreitete über die Welt,
auch zu Nachteil vieler Urvölker, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber in diesem Fall treffen sie ja auf unbelebte Welten. Also es ist nirgendwo die Rede davon, dass es Aliens gibt oder großartig intelligente Tiere auf den Planeten. Das heißt, die Menschen begeben sich auf leere Planeten und fangen die an zu kolonisieren. Aber mit denselben Problemen, die die Seefahrer und Kolonisten im 15., 16. und 17. Jahrhundert hatten, die Verbindung, das, was Hoshi gerade sagte, die Nachrichtenverbindung zu den Heimatländern, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter, waren so weit, dass man mit Gouverneuren arbeiten muss, weil man sonst diese riesigen Reiche, globalen Reiche nicht regieren kann. Ja, ja, man kann ja sagen, das Feudalsystem ist eigentlich nur eine Reaktion auf die Nachrichtenlage, also das Verschicken der Nachrichten. Umso länger das ist, umso eher wird sich ein Feudalsystem etablieren. Richtig. Und das habe ich mich früher, als ich jünger war, als ich mit Bettlich fange, habe gedacht, das ist so ein Unsinn. Nach einer Demokratie und Republik wird sich doch keiner wieder mehr in so ein Feudalsystem zurückbegeben. Es war total naiv gedacht mit, was weiß ich, 19 Jahren oder so. Ne? Mittlerweile ist man ja ein bisschen schlauer, dass die Menschen schon ein bisschen doof sind manchmal. Ne? Aber hier in diesem Fall ist es nicht nur Dummheit, sondern es ist einfach Effizienz, weil anders geht es ja kaum. Genau, was ich nämlich schon glaube, und da finde ich den Zeitraum wieder richtig, weil der Trump redet ja auch von seiner Space Force. Ja, ja genau. dass nämlich 2108 eben die Pathfinder diesen ersten Jump macht, ja. Aber ja, sofort quasi 2120 die terranische Space Navy gegründet wird. Ich habe mal eine Frage zum FTL-Antrieb an euch beide. Ja. Die laden sich ja rein durch Sonne, Solarenergie auf. Eine Woche brauchen die ungefähr. Nee, genau, das Konzept ist im Prinzip relativ, also hat mit dem Aufladen eigentlich zuerst in erster Linie gar nichts zu tun. Ja. Weil die ersten Schiffe eigentlich auch durch Fusionsreaktoren gespeist worden sind. Ne? Korrekt. Die Solarsegel wurden wesentlich später erfunden. Genau. Und da ist es aber einfach so, man braucht für diesen Jump eine irrsinnige Energie. Und da wurden quasi so Batterien, sage ich jetzt mal, ja, Akkus, was auch immer, gecharged über einen relativ langen Zeitraum, um eben relativ in einer schnellen Wucht diese Energie loszuwerden, die notwendig ist, um diese, ich sage jetzt mal, diesen Jump quasi durchzuführen. Ne? Also im Endeffekt ist der Fusionsantrieb besser oder warum sind sie auf die Solarkugel? Das Problem war, du hast natürlich ein relativ schweres Fusionsreaktorgerät, für das du auch Energie auf, also weil die sind davon ausgegangen, das ist so eine Art wie ein Wurmloch, das du erzeugst. Ja? Ja. Also so ähnlich wie der Antrieb, den man sich vorstellt, auch bei wie Event Horizon oder so, bei so Filmen. Ne? Ja. Oder bei wie heißt das Ding mit den Zylonen? Ja. Galactica? Genau, Galactica. Ja. Die haben das ja auch. Ja. Und im Prinzip, je mehr Masse du quasi durch dieses Wurmloch bewegen musst, ja, desto mehr Energie musst du da aufladen und aufwenden. Mhm. Ja. Und die wollten natürlich immer größere Schiffe, dann hättest du immer einen größeren Fusionsreaktor gebraucht, ja, damit du in endlicher Zeit diese Batterien aufladen kannst. Ja. Und das ist natürlich blöd. Ja. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir laden das mit Sonnensegeln auf. Ja. Weil man hatte einen schönen großen Fusionsreaktor in den meisten Sonnensystemen rumschweben. Ne? Ja. Ja. Bevor wir zum nächsten Topmodell hier weitermachen, ich muss mal einmal kurz, weil das macht gerade total Spaß. Icke? Ja. Du bist sicher, dass es gerade aufnimmt, weil das wäre total schade. Wir hatten schon einmal, dass eine Aufnahme abgebrochen war aus Technikproblemen. Ja, siehst du, nee, da steht unten Rekord 28 Minuten 48 Sekunden. Oh, sehr gut, sehr gut. Weil das war echt mal total schade. Wir haben einen Podcast komplett dadurch, ne? Deswegen frage ich jetzt gerade, es macht so viel Spaß. Okay, weiter im Text. Also der Reaktor ist der Ursprung gewesen und ökonomischer waren die Sonnensegel, aber die wurden erst ein gutes Stück später erfunden und auch die haben sich erstmal entwickelt. Auch die Sprungschiffe haben sich entwickelt. Später die weitesten, glaube ich, sind 30 Lichtjahre. Das ist so anscheinend das physische Maximum, was sie irgendwann herausgefunden haben. Das heißt mehr als doppelt so weit als die ersten. Und das hat dann nochmal das Ganze beschleunigt, weil innerhalb von kürzester Zeit sind, also in kürzester Zeit im Sinne von Weltgeschichte, hat es
600 Kolonien gegeben. Das heißt, von dem der ersten Kolonie 2116 auf Tau Ceti, die dann später in New Earth umbenannt wurde, bis 2235 600 Kolonien. Mhm. Das ist eine Hammer, oder? Mhm. Wie viele Personen gab es denn dann schon? Also wie viele Menschen? Nee, das habe ich nirgendwo gefunden, wie viele Milliarden. Aber wenn wir heute ausgehen, was haben wir heute? 7 Milliarden oder so, ne? Mhm. Dann kannst du mal überlegen, was da noch geht. Also da geht noch was auf der Welt, ne? Aber vor allem, wenn sie dann auch aufbrechen, dann wird es natürlich da auch wieder Vermehrung geben, weiter und so fort. Ja. Und es gab auch schon Sprungschiff-Unglücke, aber in Summe war das alles nicht so kritisch, wie man das vielleicht meinen mag. Also es sind nicht so viele Leute dabei ums Leben gekommen. Hm. Also was man, was wir jetzt übersprungen haben, ist in der Zeit 2271 ist die Foundation der Free Worlds Leech. Also ja, ein Jahr vorher sogar noch. Da gibt es was Interessantes, das haben wir auch schon übersprungen. Und zwar 2270, das hatte Hoshi vorhin gesagt, und zwar, dass ein Vorläufer der kapellanischen Konföderation, und zwar die kapellanische Hegemonie, entstanden. Hoshi, magst du dazu noch was erzählen? Ja, also im Prinzip zuerst hat das Ganze Liao, also wirklich an den Namen Liao festgemacht, ja, mit Elias Liao gegründet, hat es eben das Liao-Territorium gegeben, ja. Und der Elias Liao, der hat wirklich so 82 war das schon, so ethnische Säuberungen durchgeführt und so weiter, dass halt nur die richtigen Leute auf seinen Welten sich da niederlassen, ja. Und hat das noch von Terra aus, also von der Erde aus quasi dirigiert, ja, und hat auch sogar auf der Erde ethnische Säuberungen in seinem Gebiet durchgeführt, was halt die Terrianische Allianz natürlich nicht so toll gefunden hat. Es ist ganz klar, ne? Mhm. Und im Prinzip ist daraus dann die kapellanische Hegemonie entstanden. Und bei der ist halt ganz wichtig, die waren geprägt von der sogenannten Corvin-Doktrin, die halt wirklich im Prinzip den Leuten einprägt, dass erstens einmal der Staat und das Staatsoberhaupt komplett unfehlbar sind. Und das sage ich meiner Familie auch immer. Genau, ja. Bin unfehlbar, glaubt mir. Ja, sie glauben dir irgendwie nicht. Irgendwie klappt das noch nicht so ganz. Es ist, genau, und dass im Prinzip aber das kapellanische Volk die Zukunft der menschlichen Rasse sind. Ja. Hm. Das ist interessant, weil Initialzündung auch für diese Entwicklungen waren die Outer Reaches Rebellion. Also das ist so nach diesen 600 Kolonien gewesen, die sich so 120 Lichtjahre um die Erde, da war die Zeit, die man braucht, so, um Informationen von den äußersten Kolonien zur Erde zu bringen, so um die 8 Monate. Das heißt, wenn irgendwas aus dem der äußersten Planeten passiert ist, haben die auf der Erde erst 8 Monate später erfahren, was da los ist. Und das ging mit einer Sezession, also einer Abspaltung einiger Kolonie-Welten, fing das an, den Ebola zum Beispiel. Und die Terran Alliance hat da mit aller Gewalt reagiert, hat diese Planeten besetzt, hat die Leute entmachtet, hat eine Blockade aufgezogen, aber dennoch haben Händler dann sozusagen das verbreitet, was dort passiert, und auch Unterstützer sozusagen. Und dann haben immer mehr Planeten rebelliert und das war dann irgendwann nicht mehr einzudämmen. Und im Prinzip hat das sozusagen diese Entstehung dieser neuen Staaten wie die kapellanische Hegemonie und später auch die Liga freier Welten dann befördert. Vor allem interessanterweise war ein, wie heute sagt man so schön im Neudeutsch, ein Enabler oder etwas, das es ermöglicht hat, die Wasserversorgung. Denn Energie war ja kein Problem mehr, aber auf vielen Planeten war Wasser ein Problem. Nur relativ wenige Planeten, die man theoretisch hätte kolonisieren können, hatten kein eigenes Wasser. Also hat man ein Verfahren gefunden, wie man mit Hilfe von mehreren Sprungschiffen aus Asteroidengürteln dort kristallisiertes Wasser in die Mitte nimmt und damit zu den Zielplaneten springt und das Wasser sozusagen dort ablädt. Wie das genau gemacht wird, habe ich jetzt nicht gelesen. Ob die einfach nur den Eisbrocken auf den Planeten stürzen lassen oder irgendwie kleine Stücke hacken und dann runterbringen, ich weiß es nicht. Aber das war sozusagen eine Sache, womit man dann auch Planeten bewohnbar machen konnte, die eigentlich kein eigenes Wasser hatten. Und während dieser ersten Rebellion
hatte man sich dann darauf geeinigt, diese Planeten, die unter die rebelliert hatten, auch weiter mit Wasser zu versorgen, weil man wollte ja nicht unmenschlich sein. Und diese Wasserhändler haben sozusagen die Nachrichten über die Rebellion weiter verteilt. Und damit ist dann dieser Weltenbrand oder dieser intergalaktische der erste entstanden. Und der hat sozusagen die Terranische Allianz dann ganz stark ins Wanken gebracht. Mhm. Ja. Und dann sind wir eigentlich schon 2314. Die Terranische Allianz hat auch mit sich selber zu kämpfen. Korruption und die Kolonien werden nicht mehr richtig unterstützt. Viele Menschen, die auf diesem Planeten geboren wurden, sehen Terra gar nicht mehr als ihre Heimatwelt an, weil sie kennen den Planeten auch gar nicht, sondern den Ebola oder was auch immer ist halt ihr Heimatplanet. Das heißt, diese Bindung zu Terra zerbricht in dieser Zeit und die Terranische Allianz driftet in einen absolut blutigen Bürgerkrieg. Genau, was lustig ist, in der Zeit auch, also erstens natürlich als Kurita-Fan muss man natürlich sagen, 2296 ist Shiro Kurita zum ersten Bürger von Galadon an Antworten. Ne? Yay! Genau. Aber was auch lustig ist, eben, es hat bis 2300 gedauert, also genau 2300, bis die TAS Dreadnought gelauncht wurde, ja, was das erste im Prinzip Jump Warship war, ja, also das erste Kriegsschiff mit Jump-Möglichkeiten. Vorher waren es nur alles Einbäume, wo die Zivilisten mit rumgeschippert sind. Interstellare Einbäume natürlich. Vor den 2300 hat auch die, hast du ja geschrieben, dass die Terranische Allianz sich verkleinert hat auf einen 30 Lichtjahre Radius, also zwei Jumps. Muss man auch sagen. Die haben praktisch den Außen abgestoßen und fühlten sich dadurch dann nicht mehr für zuständig. Ja, klar, das war ja dann die Zeit, wo auch die kapellanische Hegemonie und auch andere dann halt entstanden sind, einfach wo dieses Machtvakuum dann von kleinen Reichen, die auch mit der Kommunikation mit einzelnen Sprüngen dann halt sozusagen dann ihre Machtbasis entstanden. Es ist ja analog zu dem, was wir dann so im 16. Jahrhundert erlebt haben oder halt auch in der amerikanischen Revolution, wo sie sich von den Briten losgesagt haben, hatten keinen Bock mehr, sich irgendwie von dem King George aus Großbritannien beherrschen zu lassen. Und so ist das ja in vielen Ländern halt gelaufen. Wobei jetzt, also gerade der amerikanische Bürgerkrieg ist so ein bisschen was anderes. Die wollten ja hauptsächlich eigentlich eine Mitbestimmung im Parlament, was ihm verweigert wurde. Ja, das sagen sie so. Das ist die offizielle Begründung. Die hatten keinen Bock mehr auf die Briten. Genau. So einfach ist das. Ich glaube nicht. Also so, was ich da weiß, ist eigentlich, die wollten halt Mitbestimmung haben und haben sie einfach nicht gekriegt und waren dadurch Bürger zweiter Klasse. Nee, wie will man von Amerika aus mit Segelschiffen Mitbestimmung im Parlament haben? Ja, das kannst du aber hier rüberschicken. Das ist doch kein Problem. Ja, wochenlang und so weiter. Ja, und das haben doch sogar die Römer geschafft. Die Römer haben die ganzen Die mussten über den Atlantik segeln. Nein, aber die Römer haben auch Aquädukte gebaut. Ja, den Aquädukt. Nein, also lass uns nicht zu tief da reinsteigen. Also diese Fliehkräfte in dieser Endphase der Kolonisierung gab es auf der Erde auch und auch folgerichtig und auch nur logisch im Battletech-Lore. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Genau, also es ist immer so, früher war es so, man hat sich von der Nation entfernt, wo man aufgewachsen ist oder wo die Ursprünge der Familie herkommen. Zu dem, wo man aufgewachsen ist. Also jetzt zum Beispiel, wie er da sagt, dass die Briten wurden Amerikaner, die Deutschen wurden Amerikaner, etc. Und was ich interessant finde, hier ist es ja so, weil wir jetzt auch gleich dazu kommen, durch die Gründung der anderen Häuser, dass ich interessant finde, ist, dass trotzdem in diesen Richtungen hauptsächlich gewisse Nationen sich immer zusammengefunden haben. Also jetzt die Richtung Kurita dann, wo sie sich gegründet haben, hauptsächlich die Japaner. Ja, das ist nicht ganz richtig. Das wird oft in manchen Battletech-Romanen leider so dargestellt, ist aber eigentlich gar nicht so. Ja. Weil zum Beispiel die Liaos oder die Liao-Familie, denken viele, das sind Chinesen, ja, was eigentlich nicht stimmt, ja, sondern eigentlich die Ur-Liaos, ja, war also der erste Name. Die kamen aus Castrop-Rauxel. Liao, die kamen, glaube ich, aus Vietnam und der erste Liao war sogar der Sohn von einem britischen General oder so. Mit einer vietnamesischen Frau. Nepalesische Frau. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube vietnamesisch. Also,
das sind nicht eigentlich nicht, also die Liaos selbst sind eigentlich nicht Chinesen, ja, herkömmlich, ja. Genauso wie eigentlich viele Welten in der kapellanischen Hegemonie und dann später in der kapellanischen Föderation nicht hauptsächlich chinesische oder anhängende Völker waren, sondern auch sehr viele arabische und solche, also arabische Völker und teilweise auch südpazifische Völker, ja, also da mit reingekommen sind. Also das ist nicht so schwarz-weiß, wie es oft in den Romanen dargestellt wird. Auch bei Kurita nicht. Kurita gab es. Genau. Aber die Idee des Bushido und dieses Weg des Kriegers, das kam schon von Haus Kurita, die eine klare japanische Abstammung haben. Aber die Gründerväter von Haus Kurita, die haben diese Idee so gut transportiert auf ihr Umfeld, dass auch Menschen ganz anderer Herkunft das übernommen haben und sozusagen sich dann kuritisiert haben. Ne? Aber kommen wir mal wieder zurück. Aber ich meinte, ist, dass jetzt zum Beispiel, wenn man die Battledeck-Karte nimmt, also die heutige, dann sieht man in jedem Haus Steiner zum Beispiel Deutsch und also als Hauptsprache immer Deutsch und noch irgendwas. Ja, so wie in den USA Englisch. Heute Englisch ist, ne? Obwohl die Herkunft ganz andere sind. Das hat sich halt einfach geprägt, ihr Umfeld. Ne? Der Nukleus war schon irgendwo da, deutsch, ne? Aber sie haben dann die Nachbarsysteme, die vielleicht gar nicht deutscher ist, zum Beispiel Schotten im lyranischen Commonwealth und auch ganz andere Nationen, ne? Die gar nichts damit zu tun hatten, aber die halt das Deutsche für Haus Steiner, von Haus Steiner übernommen haben einfach. Und das ist halt auch so ähnlich wie die Preußen im deutschsprachigen Raum halt auch Deutschland bis heute stark prägen. Keine Frage. Und die Preußen waren kein Heimatland in Baden-Württemberg oder Sachsen oder in Bayern. Ne? Ja. Aber das ist schon so, dieser Nukleus war da und die Prägung halt auf das Umfeld und dann hat man sich darauf geeinigt. Ah, ja. Und genauso ist es auch im Battletech gelaufen, was auch nachvollziehbar ist und logisch. Ne? Jetzt würde ich noch mal einen Namen gerne in die Runde werfen, und zwar 2315 hat ein Navy Admiral James McKenna, McKenna kennt man von den großen Schlachtschiffen im Battletech, hat bei einem Alliance Global Militia, also von der Terranischen Allianz, dann die Macht sozusagen nicht an sich gerissen, aber hat auf jeden Fall diesen inneren Konflikt 2315 beendet und hat dann die Terranische Hegemonie ausgerufen. Und die Terranische Hegemonie spielt zumindest in meinem Battletech-Bewusstsein eine große Rolle, weil sie so ein Prinzip Vorläufer des Sternenbundes war und immer wieder auch auftaucht in veränderter Form und vor allem gerade die Kernwelten aller Häuser immer noch ein bisschen prägt. Das heißt, die Planeten von Diron, Militärdistrikt Diron, die ja für uns als 36. wichtig sind, sind auch stark von der terranischen Hegemonie geprägt worden und sind daher nicht ganz so kuritistisch, würde ich jetzt mal so formulieren, wie andere Militärdistrikte in Haus Kurita. Und das Gleiche gilt auch für andere Planeten von den anderen Häusern. Das heißt, die terranische Erbschaft oder Legacy, was heißt Legacy auf Deutsch nochmal? Das Vermächtnis. Vermächtnis. Das lebt halt fort und pflanzt sich in gewisser Weise auch in dem Dark Age wieder, als dann die terranische, ich weiß nicht, wie sie da heißt, ich glaube Republik oder was auch immer, ne? Dann unter diesem, wie heißt der Typ? Stone. Devlin Stone, genau, wieder entsteht. Das heißt, dieser terranische Nukleus für Star League und auch für spätere Entwicklung spielt eine ganz wichtige Rolle. Drumherum haben sich dann die Häuser gegründet. Als erstes halt die Liga Freier Welten offiziell, 2271, dann die Federated Suns 2317, das Draconis-Kombinat 2319, das Lyranische Commonwealth 2341, also nochmal deutlich später. Und mit einigem Abstand die finale Form dann von der Kapellanischen Konföderation 2367. Das heißt, die Häuser, so wie wir sie dann halt so kannten oder kennen, sind erst über einen langen Zeitraum von fast 100 Jahren halt entstanden. Und in dieser Zeit gab es eine sehr entscheidende Person, der den McKenna beerbt hat nach seiner 23-jährigen Herrschaft, und zwar Michael Cameron. Wer sich mit Battletech-Lore ein bisschen auskennt, der wird diesem Namen schon mal begegnet sein. Sagt er euch was?
Ja klar, da kommt auch. Schon Kommt mal einiges gehört, an ja. Doktrin und der Cameron Star und die ganzen Dinge kommen daher, ne? Richtig. Camerons sind ja die heilige Kuh für die Klaner, weil das die Schöpfer und Bewahrer glorreichen Sternenbundes waren. Und Michael Cameron, der initiiert das Ganze. Also, er im Gegensatz zu McKenna, der wirklich mit der harten Hand geführt hat, versucht Michael Cameron eher Freundschaften zu knüpfen, Bündnisse aufzubauen, positiv. Und eine seiner größten ja, Vermächtnisse war halt dieses aristokratische System für große Sternenbunde, die nicht auf irgendwelchen aristokratischen Linien von der Erde basieren, sondern von persönlichen Leistungen, so wie es im Mittelalter höchstwahrscheinlich auch gewesen ist. Ein Mann oder eine Frau in einer Gemeinde, die halt was gerissen haben, die sich hervorgehoben haben, die bekommen dann sozusagen diesen Adelstitel und sind verantwortlich für ihr Reich. Und darunter fallen dann halt auch Kurita, Davion, Liao, Marik und auch Steiner. Genau, wobei das Lustige dabei ist wirklich, der Michael Cameron, also zumindest wird es in ein paar Interviews auch so beschrieben, der hat sich quasi wirklich hingesetzt und hat dann die sogenannte Peerlist geschrieben, wo er quasi aufgrund seines Geschichtsverständnisses und was er halt so gewusst hat, auf diese Liste draufgeschrieben hat, wer seiner Meinung nach eben dieser noblen Klasse angehört und welchen Titel verdient. Weißt du, was ich interessant finde, Hoshi? Das ist eine ganz spannende Parallele zu den Blutnamen in den Clans. Ja, genau. Das ist eigentlich gleich ähnlich wie Kerensky dann die Blutnamen erfunden hat, ne? Richtig, genau. Nur Kerensky, der wird ja sich mit der Geschichte sehr gut ausgekannt haben, der wird halt gesagt haben, okay, bevor wir wieder die ganzen Armeen in blutige Kämpfe, müssten die Personen sozusagen dafür gerade stehen und gegeneinander kämpfen, um diese Namen zu erreichen, zu verteidigen und so weiter. Und den Genau. Krieg zu begrenzen, statt ihn wie jetzt im Folgenden, The Age of War, das Zeitalter des Krieges, schließt also nahtlos an die Ära der Kolonisierung an, um es halt dann nicht mit allen Waffen auszufechten, sondern immer begrenzten Konflikten. Das heißt, im Prinzip, das, was Kerensky mit den Clans gemacht hat, kann man als Version 2.0 zu Camerons, also Michael Camerons Konzept der Adelsstände in der inneren Sphäre sehen. Finde ich total spannend. War mir, bis ich das alles zusammengefasst habe, nicht bewusst. Ja. Ja, so. Wir haben wieder was gelernt. Das ist die Frage. Again, what learned. Ja, Ja. again what learned. Aber die Frage ist ja, hat das was genützt? Also, Mit den Clans? Oh, ne. das sollten wir an anderer Stelle, Nee, ich ne? Ja, meine. das ist eine Ja, okay. Diskussion für einen eigenen Podcast. Nein, ne, nicht mit den Clans, sondern die haben ja ähnliche Fehler gehabt. Auch, sie haben sich ja auch trotzdem selber bekriegt. Also Ja, aber so nicht doll. ausgerottet. Ja, aber das Also, haben die innere Sphäre hat sich auch nicht ausgerottet. nee, aber das Bekriegen, genau, also das sei dahingestellt. Und zweitens, bei den Clans war das extrem methodisch. Ja? Das heißt, wenn du jetzt nicht dieser Kriegerkaste angehörst, ja, und da erstens einmal wurde da geboten, quasi um so wenig wie möglich Material und Menschen einzusetzen, wie nur geht. Ja? Das war das erste Prinzip. Und Genau, im das zweite Zweifelsfall haben die Prinzip, Fingerhaken zu zweit gemacht, um den. genau, und das zweite Prinzip war eigentlich auch immer, wenn du eben in diesen, das haben sie dann, wie sie die innere Sphäre angegriffen haben, hat das teilweise aufgeweicht, aber das war eigentlich wegen Fehlern der inneren Sphäre, war das Prinzip, dass die Zivilbevölkerung und die nicht der Kriegerkaste angehört wurden, entweder nicht in den Konflikt reingezogen wurden, also man hat sich quasi auf einen Schaukampf, auf einen Kampfplatz geeinigt, wo die nicht waren, oder man hat sie vorher evakuiert. Ja. Jetzt tauchen wir schon sehr tief in Clan. Genau, aber das ist, Aber du, wie genau gesagt, das, kann man einen eigenen was Hoshi Podcast machen. sagt, ne? Nämlich im Vergleich zu dem hier, 2398 gleicht nämlich die Kapellanische Konföderation, die war erst vor wenigen Jahren gegründet wurde, in einen Krieg mit der Liga Freier Welten ab, und zwar den ersten Andurienkrieg. Und der geht es halt um Landnahme und so weiter, ne? Und Expansion, ganz klassisch. Und daraus folgt die beinahe Vernichtung der kapellanischen Welt, Tinterwell in 2412. Und da haben sie alles reingegeben mit ABC-Waffen und überhaupt. Und das war so bestialisch,
Zivilbevölkerung wurde, wie gesagt, fast ausgelöscht, dass man sich danach zusammengesetzt hat und die Ares-Konvention festlegte. Das ist ja auch ein Eckpfeiler in der Battletech-Lore, dass man ABC-Waffen weitgehend ächtet und damit die konventionellen Waffen in den Vordergrund treten und daraufhin langfristig gesehen wäre der Mech. Der Battlemech, ganz genau. Der wird nämlich 2439 als Folge dieser Entwicklung von der terranischen Hegemonie erstmals hergestellt und vorgestellt. Ich glaube, es war der Mechi, das war so der erste. Genau. Das Lustige dabei ist, deswegen von der terranischen Hegemonie hergestellt, weil die haben ja schon hingearbeitet, quasi auch auf diese Ares-Konvention. Und die haben 2380 ja die Mother Doctrine eingeführt. Das heißt, die terranische Hegemonie hat quasi gesagt, nicht an Technologie, das irgendwie cutting edge ist, wird irgendwie an die Außenwelten gegeben. Mhm. Also so richtig Technologie sich selbst rein behalten. Ja, das war schon damals dann das war dann eben die komplette Doktrin komplett dahinter. Ja. Das lässt sich natürlich nicht ewig so durchziehen und das, genau. Das scheitern sie auch dann, aber immerhin, für einige Jahrzehnte haben sie technologisch auf konventionellem Wege einen enormen Vorteil. 2443 setzt die terranische Hegemonie erstmals Battlemechs ein, und zwar gegen wen? Gegen das? Drakonis-Kombinat. Genau. Das hatten wir in der Vorbesprechung schon kurz erwähnt, das sollten wir jetzt nochmal einsetzen. Normalerweise in den ganzen Geschichten gibt es immer die Space-Nazis. Das genau, wären in dem Fall, ja, so, ja. Genau, das wären in dem Fall ja die Steiner des liranischen Commonwealth gewesen. Aber genau, genau. Und interessant ist ja auch, dass die Steiner ja und das liranische Commonwealth eher für den Handel berühmt sind als für die. Ja, ganz interessant. Also, ne? Das ist aber eine lustige Dings, weil einer der Battletech-Autoren hat selbst auch gesagt, deswegen ziehe ich so gerne eine Parallele dazu, der hat gesagt, er ist selbst Seefahrer auch, ja. Und er hat die Deutschen immer eher mit den Hansestädten in Verbindung gebracht. Ach, interessant. Und die Hansestädte sind ja eigentlich so die Handels-, war eine riesige Handelsmacht, ne? Ja, absolut. Zusammen mit den nordischen Staaten, ja. Und das war im Prinzip so seine Idee, wieso quasi die Lyrianer so die Vermittler und Händler sind, ne? Weil die Hansestädte im Mittelalter und auch so ein bisschen mit Knights, also Rittern und so weiter, das war so sein Zugang zu dem Ganzen. Ne? Aber du brauchst halt immer einen Bösewicht. Und man merkt schon, dass Faser jetzt anfängt, das Drakonis-Kombinat so langsam als Bösewicht aufzubauen, was natürlich auch eine Hintergrundgeschichte hat. Durch Pearl Harbor, durch den Krieg im Pazifik, waren die Japaner lange Zeit in Amerika mehr verhasst als die Deutschen und die Nazis. Das hatte sich erst später mit dem Holocaust und mit dem Bekanntwerden der Konzentrationslager ein bisschen geändert. Aber der in Anführungsstrichen feige Angriff von den Japanern, der hinterhältige ohne Kriegserklärung auf Pearl Harbor mit mehreren tausend toten amerikanischen Soldaten, das war ja ein Schock für die Amerikaner, und deswegen waren sie im Zweiten Weltkrieg auch maßgeblich mehr hinterher, eigentlich die Japaner zu besiegen. Interessanterweise hatten sich mit Großbritannien und den Sowjets darauf geeinigt, Europa zuerst, also Deutschland zuerst zu besiegen und erst dann Japan. Aber glühender Feind waren die Japaner, und das spiegelt sich meines Erachtens in den frühen Büchern, Romanen und auch Lorebooks von Battletech sehr klar wider. Die Grey Death Legion, die Kurita sind in Teil 1 und Teil 2 die absolut Bösen. In Teil 3 wird es ein bisschen relativiert schon wieder, erstmalig. Aber auch in den Büchern zum vierten Nachfolgekrieg, En Garde, Riposte, Coupé, sind die Kuritas die Bösen. Und zwar das Böse. Genau, und das wird eher, also da wird dann, eher in den späteren Büchern wird dann quasi die Kurve gekratzt, nee, Takashi Kurita, so, damit ich es rausbringe, im Prinzip das Böse war, ja. Ja. Und Theodore Kurita wird dann quasi so als
Buffer eingeschoben. Nee, die Kuritas selber sind ja nicht ganz so böse, sondern es war ja eigentlich der Takeshi, der da so. Genau, oder auch einige seiner Vorfahren halt, ne? Genau, die da so das durchgezogen haben. Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen haben das wahnsinnig relativiert und das fand ich auch gut, weil dann, vorher war es echt ziemlich schwarz-weiß, ne? Und Davion und Steiner waren die Guten und alle anderen waren die Bösen und das fand ich halt langweilig. Und sie haben es angefangen zu relativieren und haben damit das ganze Universum angereichert und vor allem Spielern wie uns einen guten Grund zu geben, zu sagen, ja, ich bin Samurai, ich bin Kurita, ne? Und sonst hätten 9 von 10 Leute gesagt, wir spielen Steiner oder Davion, je nachdem, ob sie Amerikaner oder Deutsche sind. Ne? Naja, machen wir trotzdem. Also. Ja, nee, aber, weiß ich. Naja, in Deutschland gibt es auch Liaos und Mariks und so, weil man sich damit identifizieren kann, wenn man möchte. Aber um nochmal auf die Battlemax zurückzukommen, was ja auch interessant ist, für mich war, die ersten Battlemax, also der Mackie und der Helepolis, ja, Helepolis, oder wie man immer ausspricht, waren ja 100, ein 100-Tonner und ein 75-Tonner und waren eigentlich langsam laufende Artillerieplattformen. Also eigentlich nicht das, was wir jetzt unter Battlemax verstehen, ja, sondern ich meine, ja, die sind auf Füßen gegangen, auf zwei Beinen und so weiter, aber die waren so 30 km/h schnell oder so, ja, und eher eben Artillerie, Large Laser, sowas in der Richtung, ja. Ja. Und dann als nächstes, glaube ich, war dann schon der Archer. Das war 74 und das war der erste, das mag man jetzt kaum glauben, weil jetzt wird der Archer eigentlich eh so als langsamer LAM-Mac gesehen. Ja. Aber ja, das war der erste 70-Tonner, der quasi über 60 km/h gelaufen ist. Ja, das war komplett, was ist denn jetzt los, ja? Der Archer hat quasi das ausgelöst, dass man mobilere, leichtere Mechs braucht, ja. Ja. Und deswegen eigentlich ist dann nach dem Archer ist es Schlag auf Schlag gekommen, dann ist im Prinzip der Thunderbolt, der Griffin, das waren so die Mechs, die dann nach dem Archer rausgekommen sind, ne? Was ich das wieder realistisch finde von der schnellen Folge, weil wenn man mal den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg als Motivator für neue technologische Entwicklung ansieht. 1914, als die ersten Flieger losgeflogen sind, haben die mit Pistolen und Karabinern aufeinander geschossen. Genau. Und Ende des Krieges hatte man schon relativ gute Jagdmaschinen, die um die 200 Stundenkilometer flogen und also ordentliche Maschinengewehre besaßen, die durch die Propellernarbe schossen. Der Zweite Weltkrieg, noch heftiger. Den Krieg fingen viele Nationen noch mit Doppeldeckern an, zum Beispiel die Briten, ne? Und am Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir Jets. Ne? So ist es, also diese Entwicklung ist immens. Krieg ist ein unglaublicher Enabler von neuen Technologien. Und gerade in diesem Zeitalter des Krieges, über das wir jetzt gerade bei Battletech sprechen, ging es halt dann auch Schlag auf Schlag. Und 2450 setzte eine Zäsur ein. Und zwar ein Geheimkommando des Lyranischen Commonwealth, also aus Steiner, brach in eine Mechfabrik der terranischen Hegemonie ein, stohl die Pläne für die Battlemechs und durch Handel und Eroberung und Spionage verteilten sich dann diese Pläne auf alle größeren Häuser und alle fingen dann sozusagen an, ihre eigenen Battlemechs herzustellen und damit war der Krieg dann im vollen Gange. Das Ganze dauerte dann insgesamt, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, auf konventionellem Wege gute 100 Jahre, also von 2450, wo die Pläne geklaut wurden, bis 2550, bis alle Seiten stehen, K.O. haben gesagt, okay, wir lassen es doch lieber. Okay. Und das Lustige war, es war relativ kurz drauf, dass eben diese Battlemax erfunden, also oder gedroppt wurden, eben der Thunderbolt, der Griffin oder so, war es eben 2496 schon, dass dann nicht mehr Jumpships quasi diese Battlemax rumgedüst haben und die irgendwie auf Planeten gebracht werden mussten, sondern 2496 dann waren schon die ersten Dropships aktiv. Ja, also da hat man dann gleich gesagt, okay, man braucht so Dropships, wo man die Battlemax wirklich geordnet quasi auf Planeten runterlassen kann. Und wieder relativ kurz drauf, ja, also wo quasi die Battlemax das wirklich das Feld übernommen haben und ihren Siegeszug angetreten haben, 2505, hat sich dann diese Order of Lorix
gebildet, und zwar über alle Staaten, Völker und so weiter hinweg. Ja. Wird auch, glaube ich, auch Lorix Creed und so weiter genannt. Ja. Und das ist so eine militärphilosophische Gesellschaftsdoktrin, die einfach sagt, so ein Mechkrieger, das ist so wie ein Ritter, der steht über allen anderen. Also über allen normalen Soldaten, Zivilisten und so weiter. Also die sind quasi ein Mechkrieger, das ist so das obere, die oberste Schicht der Gesellschaft. Das finde ich auch spannend, weil das passt nämlich jetzt gerade zu diesem 100-jährigen Krieg. Da gibt es ja ein reales Vorbild, weil manch einer mag jetzt sagen, 100 Jahre Krieg, wie unrealistisch ist das? Ich meine, Erster Weltkrieg war 4 Jahre, Zweiter Genau, ja. Weltkrieg 6 Jahre, Vietnamkrieg um die 10 Jahre, 100 Jahre, das geht ja gar nicht. Doch, sie hatten zu dem Zeitpunkt noch kein HPG, das heißt, die Kommunikation war noch unglaublich langsam, über ein inzwischen sehr großes Sternenreich mit relativ geringer Bevölkerung pro Planet, also keine 8 Milliarden, die überall auf dem Planeten waren. Und es gibt ein Vorbild als 100-jähriger Krieg der menschlichen Geschichte, real, von 1337 bis 1453, also sogar ein bisschen länger, zwischen den Engländern und Franzosen, der sich immer wieder aufflammte. Dann gab es wieder eine Zeit, wo eher nichts passiert ist, und dann gab es wieder mal eine Schlacht, da wechselten wieder irgendwelche Besitzungen, den Eigentümer sozusagen, bis dann irgendwann mal Frieden geschlossen wurde. Und so kann man sich auch diesen Krieg zwischen den 5 großen Häusern und der terranischen Hegemonie in dieser Zeit vorstellen. Und als das Genau. dann zu Ende ging, kam der große Moment, und zwar der Sternenbund, die Genau. Star League wurde Und bevor gegründet. wir jetzt da weitermachen, Ja. hören wir jetzt auf Wieso? und machen daraus, weil wir jetzt sind bei einer Stunde. Das heißt, wir, Wieso? ja, wartet, lass mich da ausreden. Wir machen jetzt Ja. praktisch, ich stoppe die Aufnahme. Das ist Teil 1. Und wir machen jetzt gleich weiter. Aber für die Hörer sozusagen müssen sie jetzt sich einen Moment gedulden. Kleinen Moment, ich würde noch was sagen Ja. dazu. Der Plan ist, bis 30/25 in etwa zu gehen, bis zum Ende des dritten Nachfolgekriegs. Das haben wir am Anfang gar nicht genannt, das müssen wir in der Description schreiben. Das heißt, erster Teil bis zur Gründung des Sternbundes, der zweite Teil Sternbund bis Ende dritter Nachfolgekrieg, und den Rest gibt es dann im zukünftigen Battlepot. Genau. Genau. Also dann danke fürs Zuhören und für uns bis gleich, für euch bis später. Ciao. Ach so, ja, ich möchte mich schon jetzt natürlich nochmal bei unseren Gast, dem Hoshi und dem Olli bedanken, die hier sehr viel super Input geben. Danke. Ja, es ist mein inneres Fichtenholz-Schaumbad. Gern, gern. Okay, bis dann, ciao.